Bei der 13. Ausgabe des Laufes mit Herz im September des vergangenen Jahres gab es gleich zwei Premieren. Das Charity-Event fand aufgrund der umfangreichen Straßenbaumaßnahmen an den Schilleranlagen in Bautzen erstmals im Stadion auf der Müllerwiese statt. Und es war die erste Großveranstaltung der hiesigen Volksbank nach der Fusion mit dem Dresdner Bankhaus. In dieser Woche luden die Macher der Veranstaltung zu einem Mediengespräch ein. Einerseits, um den Lauf des vergangenen Jahres Revue passieren zu lassen, und zum anderen, um im Vorfeld der 14. Ausgabe in diesem September kompakt zu informieren. Es waren die Schülerinnen und Schüler aus dem Schiller-Gymnasium, dem Melanchthon-Gymnasium, dem Sorbischen Gymnasium, dem Berufsschulzentrum für Wirtschaft und Technik Bautzen sowie dem Goethe-Gymnasium Bischofswerda und dem Kant-Gymnasium Wilden, die schon im Vorfeld Sponsoren gesucht hatten, welche für jede gelaufene Runde eine festgelegte Summe spendeten. Im letzten Jahr treten die jungen Läuferinnen und Läufer für den Regenbogenverein in Bischofswerda ihre Runden. Ganze 26.000 Euro standen am Ende des Tages auf der Habenseite. Deren Verantwortliche durften sich dann auch über einen dicken Scheck freuen. Den gab es übrigens auch für die Vertreter der beteiligten Schulen. Insgesamt 5.500 Euro wurden an sie ausgeschüttet. Wir engagieren uns beim Lauf mit Herz mit personellen Einsatz, mit organisatorischen Einsatz, organisatorischen Kosten, die auf einen zukommen bei sowas. Aber es ist für uns, für Bautzen und gerade für unsere Kinder und Jugendlichen eigentlich das Highlight auch mit im Jahr, dieser Lauf mit Herz, der jährliche. So soll es auch am 21. September sein. Bleibt noch die Frage, wo? Diesmal sind wir glücklicherweise wieder in den Schilleranlagen. Die Bauarbeiten sind beendet. Wir können wieder unsere Bühne aufbauen mit DJ, mit Getränkeversorgung auf dem Theaterplatz. Und die Runde geht dann durch die Schilleranlagen wieder durch. Im Herbst soll der Erlös der Veranstaltung dem ABU-Kreisverband Bautzen zugutekommen. Also neben den über 20 Kindertagesstätten, die wir betreiben ungefähr im Altkreis Bautzen, haben wir ein mannigfaltiges Angebot in der Familienberatung, in der Suchtberatung, auch in dem Erziehungsbeistand für Kinder und Jugendliche. Irgendwo verzahnt sich das auch alles, weil wenn ich in der Suchtberatung bin, und da rede ich nicht nur von Drogensucht, sondern auch sehr viel inzwischen von Spielsucht bei den Erwachsenen, dann hat das natürlich einen Einfluss aufs familiäre Umfeld. Und die Kinder sind oftmals die Leidtragenden. Und wenn wir die Erwachsenen beraten, haben die Kinder was davon. In der Suchtberatung ist es leider auch so, dass die Jugendlichen inzwischen zunehmende Fallzahlen verzeichnen. Das ist natürlich besonders traurig, aber vielleicht können wir dort auch gegensteuern und mit unserer Arbeit auch helfen zum Gegensteuern. Und in der Familienberatung, da ist es so, dass wir sowohl von sozial schwachen Leuten sprechen, aber eben auch von Familien, die mit dem Familienalltag überfordert sind. Vieles, was sich viele gar nicht vorstellen können, an welchen Stellen man dort überfordert sein kann. Und da ist es wichtig, eine helfende, eine ordnende Hand zu geben oder auch einen Ausblick, wie kann Familienleben schön funktionieren. Und besonders schön ist, wenn diese Angebote auch zum Erfolg führen und man dann Familien sieht, die da gestärkt daraus hervorgehen. Das ist einfach wunderbar dann in dem Moment. Übrigens, nach den Schulferien beginnt die Anmeldungsphase, die am 12. September abgeschlossen wird. Hagen Ewert hat noch einen Wunsch für das Lauf-Event. Ja, wo als Empfänger wünsche ich natürlich eine große Spendensumme. Und da kann man einfach nur sagen, liebe Kinder, Jugendliche, lauft, lauft, lauft. Und schön, wenn wir den Rekord knacken. Auf die Plätze! Fertig! Noch mehr Informationen zum Lauf mit Herz 2018 gibt es auf der eigens für den Bautzner Benefizlauf eingerichteten Internetseite.